Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Wir sind erneut bei Man of Medan. Wir haben ja noch eine Version zu spielen, nämlich die sogenannte Kurator- oder Kurators-Version mit alternativen Möglichkeiten, die uns das Spiel aufzeigt, was wir alles machen können. Hier ist sie, die Kurators-Version, Kurators-Cut. Ich bin gespannt, ob wir uns hier vielleicht ein bisschen mehr gruseln werden als in der normalen Version, in der Kinoversion. Wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem erneuten Let's Play. Wir nennen es einfach mal Man of Medan 2.0. Ich schalte mich jetzt erstmal weg und wir starten den Kurators Cut. Viel Spaß! Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Klar bin ich ein Kämpfer. Ja, bitte, kann ich oder kann ich nicht? Warum macht der nichts? Hallo? Schapil. Ah, okay. So. Oh mein Gott. Have a nice day. Da gab's ins Gesicht. Okay, Kumpel. Teil doch mal dein Glück mit uns. Ja, klar. Aber ich versuche auch den Hau den Lukas. Viel Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Was bin ich denn? Eine Bank? Oh. Okay, Alterchen. Was erwartet mich denn so? Zahlt mir der alte Joe die 50 Cent je zurück, die ich gerade investiert habe?
看这张牌，告诉我，你看到了什么？ 'Nun, das ist eine Blume, glaube ich. 你的财富深深地植根在地里，它的根吸收来自于神秘起源的渗血，这种增长的唯一结果就是邪恶。 Böse? Was soll das denn heißen? Hey Kumpel, was zum Teufel redest du da? Mann! Hey, wir sollten jetzt zurück zum Schiff, sonst lassen die uns hier noch hängen. Komm schon, nur noch ein allerletzter Versuch. Wir müssen zurück, aber sofort! Okay, also das ist ja jetzt einfach mal, das ist jetzt interessant. Hey. Wir Hallo? Ist da jemand? Wir spielen jetzt seinen, also den Charlie, den haben wir beim ersten Mal nicht gespielt, sondern seinen Freund, der eine da eben gerade auf Deck eine in die Fresse bekommen hat.
Es hat auf dem chinesischen Markt angefangen, das wissen wir alle, aber halt auch in veränderter Version. Das ist ja schon höchst interessant. Nein, da wollten wir noch nicht hin. Ja, kurz zu den Texten. Ich werde die Texte nicht noch einmal vorlesen. Ich werde sie kurz anzeigen lassen. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Ich will aber noch mal hier rein. Ja, gut, das sind alles die Sachen, die wir schon alle mit dem Blutfleck. Okay, da finden wir nichts Neues. Hätte ja sein können, dass wir da zumindest was Neues bekommen. Schüsse, Alter. Ich muss zugeben, den letzten habe ich extra mal. Was zur Hölle? Mal ausgelassen. Ich wollte gerade sagen, sind wir beim letzten Mal nicht. Da muss da doch, ne? Ah, verdammt, jetzt habe ich. Okay. Hey, Joe, hilf mal! Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. War der beim letzten Mal auch schon da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gott, noch eine Leiche. Wer das wohl ist? Scheiße. Buckley. Es war doch immer alles in Ordnung mit ihm. Er wollte sogar extra Wachdienst schieben. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Ja, auf den Strick falle ich nicht nochmal rein. Der geht jetzt nicht lang, sieht aber so aus. Mir so?
Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Okay. Einverstanden. Klar. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? LOL! LOL! Monster! Da sind Sie ja. Interessant. Entschuldigen Sie mich kurz. Sie hörten, schätze ich, dass es eine Anpassung gab. Es ist eine Art, eine Tür schließt, eine andere öffnet sich. Ja, die Geschichte kennen Sie, aber die wahre Geschichte steht nicht fest. Absolut nicht. Wissen Sie, eine Geschichte kann sich ändern, wenn sich nur die Perspektive ändert. Möchten Sie die Uhr zurückdrehen? In anderer Haut stecken? Sich anders entscheiden? Vielleicht riskieren Sie dieses Mal ja etwas. Lassen Sie Dampf ab.
Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Ich wollte ja. Also ich hatte keine Zeit, ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann. Sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Bist du sicher? Denk mal drüber nach. Auch an die ganzen Konsequenzen. Hey! Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefehlt? Lust auf ein Bierchen? Gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Als kleines Mädchen habe ich immer von einem Prinzen geträumt, der mich auf Händen trägt und gar nicht bemerkt, dass ich weg bin. Also, erster Tauchgang, wir beide? Ich. Falls du jetzt mithältst. Meine Aussicht ist von hinten besser. Aha, wärmer ist es da hinten auch, hä? Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber so, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Dann zeig mal die scharfen Fotos.
Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es hat. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Ah. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Cliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Leute, hört mal, ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen und hübschen Kapitän hören. Wenn sie sagt, wir sollten die Dinger lieber... Conny, bitte, du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte, was? nee, ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Ich meine, sie ist hübsch. Aber das ist Nebensache. Sie ist der Kapitän. Hör mal, wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht... Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Ah, okay. Ja, moin. Hey, Sis. Mhm. Oh, Captain, mein Captain. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Zumindest du hast mich respektiert. Auch wenn du der Einzige von denen bist. Ach ja, entschuldige. Meine Schwester wird gerne mal, anstrengend? So kann man's auch sagen. Hier gelten Gesetze und Bräuche. Denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Wracktauchen ist voll mein Ding. Ich bin zu Hause der Experte. Ach ja? Warum ignorierst du dann die Regeln für unregistrierte Wracks? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wütend bist du sogar noch schärfer als so schon. Und ich stehe auf scharfe Sachen. Du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau geredet, oder? Nö. Merkt man. Na, das war ja mal ein Korb. Uiuiui. Ich glaube, das ist gefälscht. Aber hallo, was ist das?
Alles klar, Kumpel? Das Bier hätte ich besser gelassen. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ja. Ich komm nach dem... Schweikotzen. Wow. Das ist voll daneben. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Interessant. Was ist das? Alex, passt zu dir. Okay. Jungs, die Flaschen warten auf euch. Huch. Wo laufen wir denn hin? Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Siehst gut aus, Jay. Nur der Anzug stört etwas. Hey, du redest da von meiner Schwester. Und wie? Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Wie läuft's? Tauchen die jetzt oder nicht? Ich weiß, das Warten ist unerträglich, aber bald sind wir allein. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Mama und Papa wollen Spaß. Ololoi. Alles gut? Mehr oder weniger. Oh, hi. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Gefährlich sein. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken,
Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft! Ist doch unglaublich! Ein Traum wird wahr! Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los! Hab's ja, kennen wir alles schon. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ich weiß, was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. Das war ein Rettungsflugzeug von einer US-Basis. Das war eine Rettungsmission. Da haben wir wieder die Patrone. Das ist also gleich geblieben. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsieht. Ui. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal, im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Kuckuck. Er hält was fest? Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Zuerst. Ach, billiger Scheiß. Ich hab mich doch schon wieder erschreckt, ey. Alter, du Scheißfisch! Ist doch schön warm. Yeah. Mann, ey. Ich wusste, was mich erwartet, und dennoch hab ich mich erschreckt. Pilot, geh doch weg. Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja.
Ich würde dich freiwillig hinsetzen, ey. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar?